Hi there und herzlich willkommen zurück zu Chocobo's Magical Dungeon 2. In der letzten Folge habe ich am Anfang ein bisschen krass viel geredet, weshalb ich dann dementsprechend vom Spiel gleich mal auf die Fresse gekriegt habe. Bin kurz vom Verrecken, musste auch leider Shiva einsetzen, weil ich ansonsten schon in der letzten Folge verreckt wäre. Sind jetzt hier auf Ebene 14 in diesem komischen Turm und Cid meinte, wer zur Hölle hat diesen Turm gebaut. Dabei dachte ich irgendwie, dass das sein Turm ist. Auf jeden Fall hat er jetzt irgendwas entdeckt. Er meinte so, kein Zweifel, das ist. Und wir schauen mal, was das dann da nun ist. Was es ist. Was es denn zum Frühstück ist. Ja, sieht wie ein Panzer aus. Meine Maschine ist sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Das ist meine Maschine, ich nenne sie... Ja, von mir aus nennen sie doch Cid Tank. Mir doch egal. Ist das jetzt auch ein Charakter, der uns folgt? Ich nenne sie Cid Tank, also Cid Panzer. Wobei, das ist auch wieder so ein Denglisch-Scheiß, ne? Mit Cid Tank sind wir unbesiegbar. Alle an Bord! Okay. Ja, wieso denn nicht, ne? Moment! Ach so, ich... Ja, okay, ja. Ja, ihr Schädlinge habt mein Mannshaus übernommen. Okay, ich hab doch gesagt, ich will keinen Bosskampf. Ah! Dieser Turm wird unser sein. Und wir sollten und wir sollen für die Ankunft vorbereiten, also wahrscheinlich für die Ankunft der Macht, sollen sie den Turm vorbereiten. Okay, gut. Dann greif halt mal mit deinem... Fuck, wobei, warte, ich setze jetzt einfach Ifrit ein und ihr seid alle tot. Ganz ehrlich. Da kenne ich doch nichts, Mann. Darauf habe ich gewartet. Moment, nur zwei? Sind denn nicht alle drei? Und sie leben halt immer noch. Was seid ihr denn für kranke Typen? Titan! Hau raus, was du kannst! Ja, diesmal sind drei da. Sehen wir die auch alle gleich mal hintereinander? Oh nein, ich hoffe, er verreckt nicht. Ich krieg nicht Schaden ab. Alter, wie viel halten die aus? Ich muss halt... aufpassen, dass ich nicht was abkrieg. Ja, hier. Da nimmt halt nochmal normales Beben. Und der lebt immer noch. Oh, was ist das? Eine Bombe. Nicht cool. Nicht cool. Wie fällt der Panzer aus? 142. Okay, hat er noch ein bisschen. Außer Reichweite, schätzungsweise. Ja, er beschützt mich. Das finde ich ganz gut. Aber ich komme halt auch nicht so wirklich ran hier. Jetzt vielleicht, ja, okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich habe noch nicht mal einen von denen platt. Wie soll denn das so ohne Beschwörung funktionieren, Mensch? Stirb halt. Zumal ich ja einen gar nicht von dem Visier hatte. Oh Mann. Cid Tank, beschütze mich. Okay, so viel hätte aber auch nicht mehr aus. Wir müssen halt gegen drei spielen, das ist irgendwo ein bisschen unfair. Antippen, oh, ich hab doch gesagt antippen. Nicht nach vorne gehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt hier können wir dann vielleicht nochmal was einsetzen. So ein fucking Crash, dein 14. Robo-Boss. Sind das andere auch Robo-Bosse? Oh Mann. Halte durch, Cid Tank! Ja! Er ist tot. Was ist mit den anderen? Okay, die leben halt noch, aber sind das auch Robo-Bosse? Ich weiß nicht, ich sehe das hier nirgendwo. Komm nochmal, Kick. Ja. Oh nein, er patzt das kaputt und dann kriegt er auch noch ein Level ab. Oh mein Gott, ich bin sowas von tot, ne? Okay, warp dich mal und das... bringt nichts. Oh mein Gott, ich bin tot, ja. Das ist schon mies, ne? Und
als wäre nichts gewesen, plopp ich dann wieder hier auf. Wie viel Gil habe ich? Ja, ich lade natürlich neu, so geht das nicht, ne? Ja, das ist natürlich doof, ne? Ich werde jetzt einfach durchlaufen, wobei ich habe hier, glaube ich, hatte ich irgendwas Krasses miteinander kombiniert. Und zwar war das, glaube ich, diese Thick mit dem Faded und ihre Flasche. Ich wollte eigentlich eine Portion haben, ne? Aber ist okay, ich laufe jetzt einfach dahin und schau da mal. Ich dächte, Ich dächte, wir hätten das mit den Aufrufen im Sack, aber irgendwie. Ja, schräg hoch. Aus dem Weg. Ich muss da nochmal schauen, wie viel die abgezogen haben. Ich meine, wenn ich es mit denen nicht schaffe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es ohne die schaffe. Ich müsste, hätte halt ein bisschen mehr Energie haben müssen. Also Lebensenergie mit Chocobo an sich. Dann. Ja, sei halt ein Arschloch. Sorry, aber. Das sind wieder so richtig nervige Gegner, die willst du einfach nicht bei dir haben. Ich wollte sagen, in deiner Anwesenheit, während deiner Anwesenheit. Ja, du willst sie einfach nicht da haben. Ganz einfach. Dann setz halt Feuer ein. Aber ich bin schon froh, dass sie wenigstens auf dieser. Wo ist denn jetzt hier nun, wo kann ich denn nun die Ebene wechseln? Dass die wenigstens auf der Etage bleiben, ne? Und nicht komplett abhauen. Wie bei anderen Final Fantasy Spielen. Ja, vergesst halt die Karte. Die ist halt auch nicht so wichtig, denn wir wollen ja sowieso hoch. Wo war das? Das war jetzt in der 14., ne? Die 14. war ja quasi lächerlich. Und die 15, auf der 15. war der Boss, genau. Hier waren wir ja schon, muss halt einfach nur den richtigen Weg finden. Beziehungsweise einfach nur sicher durchlaufen. Hier gab es, glaube ich, sonst nicht wirklich was, was von Belangen war. Portionen natürlich sehr, sehr wichtig. Natürlich sollte man alles mitnehmen, was man kriegen kann. Aber ich mag mich jetzt voll und ganz auf den Boss fixieren. Okay. Das ist, glaube ich, eine Map, die wir vorher nicht hatten. Ja, nee, die Sache war, ist natürlich auch, dass ich Shiva einsetzen müsste. Ne, also wenn ich das jetzt so halbwegs ordentlich anstelle, dann kann ich Shiva behalten. Und wenn ich dann auch noch alle, wirklich alle drei treffe, dann sollte das auch gehen. Die sind ja quasi diese Gegner, ne? Das sind ja, glaube ich, dieselben. Die halten ja gar nicht so viel aus. Der eine davon war halt nur der Boss. Beben. Nee. Oh nein, ich wollte sagen, machen wir mal nicht auf, aber er macht es halt automatisch auf. Aber finde ich schon cool, dass die mir dann quasi den Panzer geben. Also indirekt. Aber dafür haben sie auch die Gegner stärker gemacht. Also wenn sie die Gegner schwächer machen würden, dann. Also wenn ich den Panzer nicht hätte, dann wären die Gegner auch nicht so stark. Also das hebt sich ja miteinander auf, logischerweise. Ich muss jetzt schnell. Wie viele Portionen habe ich? 3, okay, passt. Oh nein, du schon wieder. Ja, dann setz halt einmal ein. Ich habe ja sowieso dann noch 3 Stück davon. Bam. Und er lebt da noch. Oh, 200 Gel, okay. Nochmal. Irgendwas. Da. Ist ja gerade wieder irgendwas von meinen Gegenständen kaputt gegangen? Wahrscheinlich der Sattel, ne? Ich konnte es wieder so schnell nicht lesen. Stirb. Los, Peanut. Gib mir, glaube ich, Energie zurück. Ja, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und da geht's hoch. Das sollte dann, glaube ich, so die letzte Etage sein. Ja. Oh, ein Glück. Wer hat diesen Tower gebaut? Ja. Das ist, kein Zweifel, das ist meine nette Maschine. Ich glaube, Panzer passt auch gar nicht hin, ne? Ne. Ja, nimm's halt. Wobei, es ist ja auch die englische Version, von daher. Aber ich glaube nicht, dass die deutsche, wenn es dann eine gibt, mehr Zeichen zum Namensgeben hat. Aber das sollte wirklich gehen, weil jetzt kann ich auch 2, 3 Schritte mehr machen, weil ich ja volle Lebensenergie habe. Von daher, ja, das Tower, bla 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 bla. Das Tower vor allem. Gut, Save State. Und dann geht das ab hier. Dann stelle ich mich so hin und dann kriegt er jetzt erstmal einen Shiva ab. Shiva, 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 Shiva. Und dann achte ich jetzt mal drauf, wie viel das abzieht.
138, kommen Leute, das ist doch. Das ist doch total OP, oder nicht? Ich meine, ich mach doch mit einem normalen Schlag, zieh ich doch mit 30 oder so ab. Da habe ich da überhaupt eine Chance, so eine Aufrufe. Ja, wahrscheinlich bin ich 300 Millionen Stunden Level vielleicht. 138 wieder. Ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Bombe aufpassen. Kommt mal alle. Sie gehen halt absichtlich weg wegen der Bombe. Und er hat aber schon wieder mächtig viel Schaden erleiden müssen. Ja, man sieht es jetzt, wo ich mir den näher angucke, der sieht natürlich ein bisschen krasser aus, der Typ. Titan, bitte auf alle wieder. Hatten die Aufrufe eigentlich auch Level? Müsste ich dann gleich mal nachgucken. Kommt schon, bitte wieder 138. Ja, und sie leben halt immer noch, ne? Schauen wir mal, wo waren das? Feeder Setting Spell Level. Nein, sie haben kein Level, okay. Dann hast du jetzt noch 71, würde ich mal sagen. Da ich voll bin, setze ich Blizzard ein. Erstmal auf den Boss, ja, wieso denn nicht? Erstmal auf den krassesten gehen. 28, das ist nicht viel. Dann Aero. 20, das ist wieder nicht krass. Also jetzt erstmal Drain, wobei nicht, das ist eher Verschwendung. Er kann ja von mir aus verrecken, ne, der Panzer. Solange ich den Kampf überlebe. Aber so allmählich sollte der Wicht dann doch schon mal fallen. Stopp! Ja, jetzt ist er tot. Aber wahrscheinlich ist es so ähnlich wie bei dem ersten Boss, dass ich mit normalen Schaden wahrscheinlich weiter schneller vorankommen würde. So. Jetzt setzen wir das ein. Und sollten die dann wirklich genüsslich fertig machen können, da ich ja genug Portionen habe. Okay, das bringt es nicht wirklich. So wie zum Thema genüsslich. Ja, und jetzt stirbst du auch. Ja. Danke. Ja, ah, ich kann mich bewegen. Okay. Ja, man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass es ein bisschen hinterfotzig war von mir, jetzt den Safe-State zu laden. Aber ja. Ich finde, das hätte das ansonsten nur unnötig hinausgezögert, aber man muss, wie gesagt, immer wieder betonen. Oh, jetzt ist die Sonne komplett weg, jetzt ist hier komplett dunkel. Das wollte ich nicht sagen. Man muss hier nochmal krass betonen, dass das wirklich alles zufällig ist, ne? Ich meine, hätte ich die Aufrufe jetzt nicht gehabt, die ich wirklich rein zufällig geklaut habe, weil der Tod rein zufällig da war, hätte ich hier echt die Arschkarte gehabt und dann hätte ich vielleicht wirklich nochmal neu machen müssen, aber es ist ja jetzt auch egal. Ne? Man kann es ja vielleicht auch mal, wenn ihr das jetzt mies fandet, dass ich ja immer den Safe-State neu lade, kann man das auch mal im Livestream oder so spielen, ohne Cheaten oder so, aber so finde ich das schon ganz in Ordnung. Was soll ich denn jetzt hier tun? Ich dachte, ich muss dich anlabern. Jetzt, okay. Ja, ich habe endlich meinen Tower zurück, also meinen Turm. Ja, und und es ist dank all das, da ich kann wieder nicht übersetzen, habe ich hier zu verdanken, wegen all deiner Hilfe. Übersetzen war es mal so. Ich tue dir jetzt den Gefallen. Ja, gib mal dieses komische U-Boot da. Du hast es schon wieder vergessen. Ich schätze, du hattest zu viele Amnesia-Tunikums. Hast zu viele Amnesia-Tunikums verwendet. Was? Du willst, you want me to take you back to the village, so, ja, du willst mich zurück, ich soll dich zurück zum Dorf bringen, damit du dich vielleicht dran erinnerst. Verdammt. Oder eher so, Mann, was für ein aufdringlicher, Typ. Ich schätze, ich habe wohl keine Wahl, ich kann wohl nicht Nein sagen, ja. Manchmal staub ich kurz die Aufnahme, um wirklich hundertprozentig übersetzen zu können. Also teilweise google ich nebenbei, einfach weil ich keine Fehler machen will. Weil ich da, also ich schätze, ich kann schon übersetzen, aber manchmal denke ich mir, ich gucke lieber sicherheitshalber nochmal nach. Und während ich jetzt nachgeguckt habe, bin ich schon wieder mit der L2-Taste gegen, mit dem Bein gegen die L2-Taste gekommen. Also hat er jetzt den Text übersprungen, aber auch nur diese eine Sprechblase. Wenn ich gehe zum Dorf, Folk will all be scared, though. Ja, also wenn ich wieder zum Dorf gehe, werden wahrscheinlich wieder alle erschreckt sein. Ja, scheiß drauf. Well, nun
Sollen wir voranschreiten? Ja, wieso sollte ich denn jetzt nein? Ich sag mal nein. Was, du hast immer noch hier Geschäftliches zu erledigen? Ja, ich weiß nicht, anscheinend. Sonst würdet ihr mir doch nicht die Alternative geben, oder? Vielleicht gibt's ja irgendwas Krasses. Ja, also, ne, ich kann schon übersetzen, aber ich habe wirklich Angst, dass ich nicht die hundertprozentigste Übersetzung nehme. Und ich will das nicht, ich will nicht, dass es wieder so ist wie bei Persona, wo ich dann wirklich 40 Stunden im Nachhinein die Textboxen bearbeitet habe, weil ich eben halt nicht alles hundertprozentig übersetzt habe. Deswegen lieber einmal mehr Google-Übersetzer benutzen als einmal weniger. Okay. Ja, wie wär's denn jetzt, wenn wir da hingehen? Ja, zum Dorf. Ja, lass uns dann mal gehen und so. Käse. Ja, ja, ja. Hä? Oh, hi, wie geht's dir? Du bist zurück und du hast Sid auch mitgebracht. Howdy, kleine Lady. Du siehst gut aus oder du siehst in Ordnung aus. Ja, ich komm schon klar, ne? Also ich lebe halt, ich habe mir noch nicht die Kugel gegeben, obwohl mich alle hassen. Oh ja, ich habe... I heard he went to ask you to borrow... Ja, ich habe gehört, er ist zu dir gegangen, um sich die das U-Boot auszuleihen. Kann ich auch mitfahren? Ich bin immer noch... sorge mich immer noch über die Dungeon. Ich verstehe. That was what you were supposed to ask me. Verstehe, das war das, was du mich eigentlich fragen wolltest. Ja, dadurch ist ihm das jetzt wieder eingefallen, was sie hingekommen ist. Klingt großartig. Es ist, ist schon lange her, dass ich... Was hat der da eigentlich im Rücken? Das sieht aus wie eine Windel, also... Im unteren Bereich. Das sieht echt von hier aus, sieht es wie eine Windel. Es ist lange her, seitdem ich die Sid Marine rausgebracht habe. Natürlich die Sid Marine. Lustigerweise konnten wir die jetzt nicht benennen, ne? Den Sid Tank konnten wir benennen, aber den anderen nicht. Du hast endlich die... Oder klingt das Handy? Du hast endlich die, den Eingang der Dungeon erreicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hat jetzt nicht wirklich das U-Boot kaputt gemacht. Ey, aber ich muss echt sagen, dass ich diese Zwischensequenzen echt liebe. So, es wird nicht gesprochen, aber es sieht einfach so knuffig aus, so mit sehr, sehr viel Liebe gemacht. So die Charaktere, die Gesichts... Also jetzt, ich meine es jetzt wirklich ernst, die Gesichtsanimation, die Farbgebung. Also dieses Mädchen, dieser Chocobo, so knuffig. Auch dieser Sid sieht ganz cool aus, also ganz knuffig, so Chibi-mäßig quasi. Ich glaube, das nennt man so. Einfach mal nachgoogeln, was Chibi ist. Kann jetzt aber auch sein, dass es nicht ganz zutrifft, aber so... Squaresoft, bitte kommt zurück!
Kann ich irgendjemand die Leute von Squaresoft zurückholen und die Leute von Square Enix rausschicken an die... Okay, das sage ich jetzt nicht. An die Wand stellen und, ja, ihnen Pässe geben. Ausländerpässe, damit sie ins... Ja, ich meine, sie wohnen ja nicht in Deutschland, aber damit sie... Sie sollen halt irgendwo hingehen, wo man sie nicht mehr wiederfindet. Ja, und dann sollen die Squaresoft-Leute zurückkommen. Denn die konnten was. Die haben Liebe in ihren Spielen gehabt. Gott verdammt. So, es ist wirklich traurig, Mann. Ganz ehrlich. Dieses Spiel ist so gut. Und was haben wir, was dürfen wir uns heutzutage anschauen? Final Fantasy 14, 15, 13. Oh, richtig geil, Mensch. Richtig schönes 50 Stunden langes Tutorial, warum denn nicht, Mann? Da freuen wir uns doch alle. Mann, ey. Wie ich mich damals, ich weiß gar nicht, wann Final Fantasy 13 rauskam, 2010 oder so, wie ich mich damals gefreut habe, ey, ich habe sogar das erste Mal ein Lösungsbuch mitbestellt. Ich habe nicht einmal reingeguckt, also einmal richtig. Ne, oh, wie ich mich damals gefreut habe und dann, oh, nee. Aber gut, ja, ich schweife schon wieder ab. Das war's heute mit Let's Play Chocobos Magical Dungeon 2. Wie gesagt, war jetzt ein bisschen lustig. So, erst dachte ich mir, als er gegen dieses U-Boot geknallt ist, dachte ich mir, haha, lustig. Musste ja mal wieder sein, so ein Witz ins Gesicht. So ein Stolperer. Aber nein, der hat dann die Maschine kaputt gemacht. Ich schätze, wenn er die nicht kaputt gemacht hätte, dann wären wir jetzt zu dritt bei dieser Dungeon. Und das geht natürlich nicht, ne? Also, wir können ja nur zu zweit rumlaufen. Und da man die Situation jetzt so gestalten musste, haben wir jetzt gar keinen, ne? Also, wir haben noch nicht mal einen, wir müssen jetzt alleine laufen. Aber gut, was ich jetzt hier nicht so ganz verstehe, ist, wieso hier ein Strand ist. Ich dachte, das wäre unter Wasser. Gibt's denn unterm Wasser noch einen Strand oder was? Aber gut, das wird sich dann vielleicht in der nächsten Folge klären, Redfield, denn... In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Und wie gesagt, sorry wegen den Pleiten und Pannen hier, die ich manchmal habe. Aber ich versuche mir halt wirklich Mühe zu geben. Also was heißt versuche? Ich gebe mir halt wirklich Mühe. Aber teilweise gebe ich mir halt so viel Mühe, dass ich durch diese Mühe wieder neue Pannen hervorbringe. Aber ja, ist ja auch egal. Ja, man sieht sich beim nächsten Mal wieder, dann, wenn ihr mögt. See ya.